Heute, was geht ab, Leute? Happy Bitcoin Pizza Day. Heute vor 10 Jahren hat jemand für 10.000 Bitcoin 2 Pizzen bestellt. Und zur Feier checken wir diesen neuen Laden ab. Pizza Bäcker in Action, Leute. Hoffentlich wird die Pizza saftig. So. Oh, irgendwas mit PlayStation 5. Okay, Leute. Thomas, der geht raus an dich. Er will schon immer und auf Ewigkeiten, dass ich Pizzas teste. Und ihr wisst, Pizza ist nicht mein Ding, aber heute ist ein spezieller Tag. Und leider ist es halt genau die Art von Pizza, die ich nicht mag. Dünn und schlabbrig und wabbrig und labbrig und ja. Aber zum Glück sind es nur 4 Stücke. Sowieso mal weg. Lapprig und wie lapprig. So ein Döner wird auch nur abgecheckt, weil der heißt Berliner Döner. Er hätte auf jeden Fall lieber einen Döner gehabt. Da war so fette Schlange. Wie ihr wisst, 1 Cent Döner Aktion lohnt sich nie. Glaubt's mir, Leute, es lohnt sich nie für 1 Cent Döner anzustehen. Vertraut mir. Ja, man kann es essen, ist an sich lecker, aber das macht mich auf jeden Fall nicht zu einem Pizza-Fan. Du warst auch nie ein Pizza-Fan. Ja eben, und die kann mich nicht zu einem Pizza-Fan machen. Nein, soll sie auch nicht. Aber, wirst du satt? Nein. Du wirst nicht satt? Ja, ist knusprig. Wenn man die einzelnen Komponenten sich betrachtet, gutes Salami, guter Flavor, bodengeil. Ganz geil. Aber selbst wenn die eine 10 von 10 Burger, verliert sie halt gegen einen 7 von 10 Döner, einen 7 von 10 Burger. Das darfst du doch gar nicht vergleichen. Das ist dein Geschmack. Das ist mein Geschmack, ja. Hab's gut. Happy Bitcoin Pizza Day, Leute. Hoffentlich schmeckt euch Pizza mehr als mir. Fast geschafft, Leute. Ein harter Kampf. Ein sehr harter Kampf für mich. Ihr könnt nicht glauben, wie hart der Kampf ist. So hart war es gar nicht. Oh doch. Sie lacht, wenn ich ihr erzähle, dass ich Tiefkühlpizza und Lieferservice-Pizza auf dasselbe Level stelle. Nein, Moment. Du hast Lieferservice, Tiefkühlpizza und so einen Laden auf dem gleichen Level. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist mit ja dem. Unterschied. Ich finde, ich würde jetzt lieber von Mama Pizza oder Ding. Domino's Pizza oder diese andere da. Oh je. Schmeckt mir persönlich besser. Zweite Chance kriegt dieser Laden. Der hat mich beim ersten Mal enttäuscht. Du musst 20 Minuten warten. Das ist dein Mittagessen. Wir kommen gerade von dem anderen Video, Leute. Ich habe eine Fehlentscheidung gemacht, was ich da gegessen habe und gekauft habe. Jetzt bin ich voll. Auf jeden Fall, ich war da letztes Jahr, hat mich Gurt nicht umgehauen. Die haben jetzt sogar eine zweite Filiale. In Berlin laufen die krass, aber bleibt mir ein Rätsel, also ich kann es nicht nachvollziehen. Wir sind in der Toilette von Anju gelandet. Da hatte ich mal die schlimmste Scheißerei meines Lebens. Und die Kollegin hatte Bock auf Chicken. Das Problem ist, die haben hier nur seit neuestem, keine Ahnung seit wann, nur Chicken Boneless und das taugt uns beide nicht. Das heißt, ich pickel hier nur und dann geht's weiter. Da wurden wir für nächste Woche eingeladen, Leute. Die haben neue Sachen, neue Menü, 3 Etagen mit 3 verschiedenen Sachen.
Und anscheinend soll es auch Wagyu, also Buffet, geben mit Wagyu. Hm. Ja. Also normal Buffet halt. Ja, all you can eat. All you can eat. Aber halt auch Wagyu ist dabei. Ich glaube, Wagyu dann begrenzt, oder? Ja, gute Frage. Wir werden es herausfinden. Bubble Tea Time. Wieder ein Special. Ich meine, Spikes Family ist süß, aber an Jujutsu Kaisen vom letzten Mal kommt es nicht ran. Aber nehmen wir trotzdem mit. Ey Leute, heute ist verflucht. Heute ist komisch. Heute ist gejinxt. Also die Kollaborationsphase ist schon vorbei. 1. Juni fängt erst die nächste wieder an. Also da gab es jetzt kein Spikes Family Bubble Tea. Bei Anju waren wir, hat uns nicht umgehauen. Nichts interessiert. Bei Ding waren wir Pizza, ja. Dönerladen, vollkommen überlaufen. Ma. Ja, da wolltest du auch noch einmal nichts, ja? Ja, ich muss noch 20 Minuten warten. Ja, stimmt, da wollten wir auch was drehen. Second Chance. Second Chance Video und da ging auch nichts. Also 5-6 Läden heute, wo Flop eher war. Aber fuck. Wir reden gerade so drüber, hey, was ist heute für ein Tag, woran kann es liegen? Da komme ich so mit den Sternen und so, glaubst du an den Schmarrn? Sie erzählt mir, also dann, es gibt halt deutsche Sternzeichen, sag ich mal, und die vietnamesischen. Weißt du, das Zodiac? Und wir sind im selben Jahr geboren. Chinese Lunar Year. Ja, wir sind im selben Jahr geboren. Aber ich bin halt Anfang des Jahres geboren. Dann sagt sie mir so, nee, Digga, du bist keine Ziege. Du bist Pferd. Ja, ich so, willst du mich verarschen? Nein, das gehört so ein Jahr früher. Dann haben meine Eltern mein ganzes Leben mich falsch genannt. Also, weißt du, und mein ganzes Leben basiert auf einer Lüge. Nein, du hast alles, eh nicht dran geglaubt. Alles! Du hast eh nicht dran geglaubt. Meine ganze Existenz beruht darauf, dass ich eine Ziege bin. Nein. Und jetzt kommst du mir nach über 30 Jahren, ey, du bist ein Pferd. Hey, Einhorn stimmt. The fuck, Leute, kennt ihr das? Nein, Leute, ihr könnt es. Oder, warte, wo ist der Laden? Okay, doch. Oh mein Gott, doch. Ihr könnt es nicht glauben, Leute. Sie hat halt Bock auf Bubble Tea und was Süßes. Und bisher waren alle Läden fail und so. Ich wollte sie dahin bringen, wo ich mit dem noch kritischen war. Da gibt es Bubble Tea und Croffle. Was ist das? Ey, heute ist echt, what the fuck? Was ist das? Wir haben es nicht überlebt, oder wie? Auf der Suche, um unsere Gelüste zu befriedigen, haben wir einen brandneuen Bubble Tea entdeckt. Eigentlich wollte ich hier den hier zeigen. Lea Zapp, Patissier. Da gibt es krasse, süße Sachen. Und ja, gleich davor, daneben haben wir Bubble Tea neu entdeckt. Ciao, go. Hä? Die sind umgezogen. Die sind umgezogen, Leute. Die sind nicht dicht gemacht, sondern umgezogen. Oder die haben das nur abgekauft. Übrigens, Leute, es war ein Fehlalarm. Ich bin kein Pferd, okay? Ich habe nach Date Geburtstag und damit falle ich noch ins Jahr der Ziege. Also nach Chinese New Year. Ja. Auf jeden Fall haben wir diesen Laden entdeckt und wir haben den anderen Laden, der dicht gemacht hat, abgekauft. Aber wie kann ein Laden, der den Laden aufgekauft hat, der dicht gemacht hat, also wie kann ein Laden gut sein, der den schlechten Laden, der dicht, also schlecht, also der lief ja nicht gut genug, um zu überleben, der dicht gemacht hat, aufkauft und das jetzt nur so irgendwie nebenbei anbietet, auch nur ansatzweise gut sein? Wisst ihr, was ich meine? Ja, den Damen muss noch nachschauen. Also wenn Street Garden nur okay war, dann kann der hier ja nicht besser sein als Street Garden, weil der hat ja das nur aufgekauft und verwertet das irgendwie die Reste und macht das nebenbei. Oh, Fun Fact, wusstest du, dass hier vor 10 Jahren ein Bubble Tea Laden drin war? Nee. Now you know. Wow. Harte Kritik, Leute. Okay, wir haben nachgefragt, anscheinend haben die es nicht gekauft von den anderen, aber das Schild mit dem Namen von dem anderen Laden. So. Das ist Honeydew. Das ist nicht Honeydew. Das ist nicht Honeydew. Was ist das? Ich hab's mir schon gedacht, aber. Boah, Lange ist voll bitter. Ja, da ist Schwarztee drin. Deins auch? Deins ist allerdings Matcha. What the fuck? Ja, Mann, das ist Matcha. Wir haben komplett beide. Komplett reingeschissen, Leute. Heute ist nicht unser Tag. Jeder Laden, entweder dicht oder komplett reingeschissen, Leute. Weißt du, an so einem Tag hätten wir zu was safen gehen sollen. So wie KFC. Come by.
KFC, Chambai. Mein Gott. Ihr wisst, ich bin kein Matcha. Okay, ich bin kein Matcha-Hater. Aber ich bin auch kein Matcha-Fan. Ich finde den Geschmack overhyped. Der muss nicht in jedes Getränk, jedes Gebäck rein. Das sollte ja eigentlich Honigmelone sein. Honigmelone. Wie geil würde jetzt Honigmelone kommen? Ich sollte Kumquat kriegen. Was habe ich bekommen? Blaubeere. Wir haben irgendwas gemacht. Einfach random. Wir können uns noch einen anderen Bubble Tea, weil ihr müsst auf 10 Euro kommen, damit ich mit Karte zahlen kann. Und ein Eis gibt's auch. Ich wollte hier eh nochmal vorbeischauen, weil die hat mal einen Gold Bubble Tea. Wollte ich vielleicht nochmal neu drehen, weil das alte Material ist nicht so gut für Shorts. Ihr wisst, damals waren wir noch nicht im Short Real TikTok Game, aber gibt's gerade momentan nicht. Ich habe mal angefragt, die sollen das mal wieder zurückbringen, damit wir ein Video drüber machen können. Aber ansonsten, ja, ihr seht, die Qualität des Ladens ist schon mal ganz anders, als wo wir gerade waren. Schaut, Leute, so muss ein krasser Bubble Tea aussehen. Verschiedene Schichten, geiler Becher. Mashallah. Leute, ich habe einen Schluck gerade davon gegönnt. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der hier einfach krass ist. Oder weil wir im Kontrast davor den anderen hatten. Aber ey, es ist so krank lecker. Die Boba ist nochmal extra süß. Und dann mit der Säure von oben, hier oben die Zitrone und dem Getränk. Und eine Harmonie im Gaumen, Mann. Ein Tanz der Geschmäcker auf deiner Zunge, Mann. Mein Gott. Oh. Nummer 20 jetzt, mein neuer Favorit. Für den Sommer, Nummer 20, Lupti, München. Sagt, super saftig, schickt euch. Mein Gott. Mein Gott. Die Qualität der Boba hier, mein Gott. Wow! Ich hoffe, ihr hattet eine Pizza gestern. Bitcoin Pizza Day. Ansonsten, ich würde mal sagen, eher ein Vlog, weil die Sachen, die Spots, die ich abchecken wollte, ja, aus irgendeinem Grund, böses Karma, böses Auge war drüber gelegt über den Tag. Die Läden haben nicht getaugt oder waren gar nicht mal mehr da. Stellt euch das vor, Leute. Wir gehen dahin und die Läden sind nicht mal mehr da. Ja, so ist das, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Nicht jeder Laden, den man abcheckt oder abchecken will, wird einfach zu einem Video. Also zumindest nicht bei mir, weil ich versuche ja auch noch ein YouTube-Video daraus zu machen. Wenn ich jetzt nur ein Reel mit 10 bis 30 Sekunden Material bräuchte, dann würde ich es natürlich schon hinbekommen. Aber so, Digga, wir müssen auf 8 Minuten kommen, ihr wisst. Google AdSense, Baby, Insi-Modus. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem Krypto-Kanal der Mine. See you as business und ciao.